Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mental Repairs Incorporated. Ja, da hat der Henrik ja jetzt einen ganz schönen Schreck bekommen. Jetzt ist er in einem Computer, bei dem er eigentlich die Psyche reparieren sollte. Und jetzt soll er seine eigene Psyche, wie es aussieht, reparieren. Und dazu ist er mal in seine Kindheit transformiert worden. Weiß er noch nicht so genau. Gut, da uns ja nicht viel anderes übrig bleibt, können wir nach unten gehen. Ja, wir können rausgehen, aber ich will erstmal reingehen und mich noch ein bisschen im Zimmer umsehen. Eine Lampe, die können wir uns nur anschauen. Ah, das war meine Lavalampe. Ohne die Lava. Mhm. Das können wir aufmachen. Was ist da drin? Eine Dose. Was ist das für eine Dose? Eine Dose ist in der Garderobe. Ja, da gehört sie hin. Naja, aber wir nehmen sie mal mit. Frosi, das war mein Lieblingsgetränk. Weil es Koffein enthielt, durfte ich nur ein Glas pro Tag trinken. Ich dachte, dass Kinder, die zu viel Koffein trinken, also zu viel Koffein auf einmal, würden anfangen, exzessiv zu wachsen. Du warst nicht wirklich ein intelligentes Kind, oder? Ah, nein. Ja, er ist immer noch nicht besonders intelligent, weil er erst beim zweiten Anlauf verstanden hat, dass es eine Beleidigung war. Naja, okay. Den Käfig schauen wir uns mal an. Das ist Cairo, er sieht so aus, als würde er gern aus dem Käfig rauskommen. Ja, okay, das machen wir aber noch nicht gleich. Also, wir schauen uns erstmal das Fenster an. Ich kann das Nachbarhaus sehen. Bett. Mein Bett, ja. Obwohl es selten so ordentlich ausgesehen hat. Hier nochmal. Der sieht genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung habe. Auf die Toyblocks, also auf die Bauklötze vielleicht nochmal. Das war etwa das einzige Spielzeug, das mir gehörte. Ich hatte keine Elektrogeräte. Was? Kein Computer? Kein Gameboy? Nix? Armes Kind. Naja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach draußen. Jetzt haben wir uns ja umgesehen. Haus. Moment, ich habe noch so eine Idee, was man machen muss. Und zwar am Fenster. Ja, das hat so Rollos, aber die arbeiten automatisch. Wenn die Sonne in das Zimmer scheint, dann kommen sie normalerweise runter. Ah ja, jetzt weiß ich auch wieder, was man da machen muss. Wartet's ab. Ja, ein bisschen schaukeln, wie wär's? Alte Kindheitserinnerungen wecken? Na, lieber nicht, für Erwachsene sind diese Dinger
sehr gefährlich. Ja, das stimmt allerdings auch. Außer man ist sehr dünn. Ich denke, irgendjemand, der so, ja, klein und dünn ist, gibt ja solche, die selbst mit 40 nicht viel mehr wiegen als ein, naja, die könnten da schon drauf schaukeln. Aber normalerweise ist man ja, wenn man erwachsen ist, hat man da gar keinen Spaß dran. Das ist die Satellitenschüssel der Nachbarn. Die hatten immer mehr Fernsehprogramme als wir. Die können wir drehen. Ich kann die Satellitenschüssel von hier aus nicht erreichen. Und meine Eltern haben mir verboten, auf das Dach des Nachbarn zu klettern. Ja, aber wir haben eine ungewöhnliche Lösung, nämlich wir trinken das Ding und machen es dazu erstmal auf. Ja, ein sehr schönes Geräusch. Vielleicht sollte ich die Koffeindosis erstmal erhöhen. Ja gut, wenn du meinst. Ja, das wird eine richtige Koffeinbombe sein. Okay, dann trinken wir es. Ich gehe besser zu einem offenen Punkt. Und nein, sowas passiert nicht in Wirklichkeit, auch nicht bei Kindern. Wie das Goggles ja schon ganz richtig bemerkt hat. Ui. Das hat schon fast zu gut funktioniert. Ich sollte vorsichtig sein, nichts kaputt zu machen. Jetzt bist du der Gulliver im Land der Zwerge. Ah, ja. Aber jetzt können wir die Satellitenschüssel nämlich drehen, denn jetzt sind wir groß genug. Ich hoffe, ich werde keinen Ärger dafür kriegen. Du bist nur in deiner Vorstellung. Oder glaubst du ernsthaft, das ist Realität? Schauen wir uns das mal an. Das ist das Fenster meines Zimmers. Also wenn die Sonne morgens reinscheint, dann gehen die Rollos automatisch runter. Die Satellitenschüssel, dann müssen wir sie vielleicht, ja. Ach so, nur zurückdrehen. Ihr ahnt vielleicht, worauf das hinausläuft. Nämlich, dass die Rollos runter sollen. Wieso, weshalb, warum? Das wird alles auch noch enthüllt. Ja. Ich glaube, wir müssen sie nochmal drehen. Ja. Ja, dreh nochmal. Und dann gehen wir nochmal rein. Also wir können nicht reingehen. Aber wir können vielleicht hiermit noch was machen. Das hier drauflegen. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, dass das Gewicht des Blattes das Haus zerstören könnte. Weil auch das ist jetzt riesengroß. Aber wir haben auch noch was anderes Tolles. Wir haben... Ja, den können wir an die Satellitenschüssel dranbringen. Das ist so verrückt, das könnte funktionieren. Ja, jetzt scheint nämlich das Licht auf das Fenster.
Und die Rollläden gehen runter. Ja. Mein Magen fühlt sich auf einmal komisch an. Warte. Na, na, na. Rülpsen ist schlechtes Benehmen. Jetzt sind wir wieder ganz klein geworden und können deswegen auch zurück ins Haus gehen. Mit den Blenden hat es nämlich was auf sich. Denn jetzt öffnen wir den Käfig. Der Vogel hat eine etwas merkwürdige Art rauszukommen. Siehst du, Kairo fliegt nicht mehr in das Fenster. Diesmal. Ich wünschte nur, ich hätte das verhindern können. Ich hätte seinen Tod in der Realität genauso verhindern können. Das ist etwas, das du immer noch tun musst, um die Situation zu begreifen. Also etwas. Und was ist das? Die Lampe auf dem Tisch. Was ist damit? Versuch, ihr Licht zu verdecken. Was soll damit erreicht werden? Goggles? Also meinetwegen. Schwarzes Papier drum. Alles dunkel. Und jetzt löst er sich so merkwürdig auf. Was zum, heißt das, dass dein Vogel nur eine holographische Projektion war? Das ist richtig. Und die Lampe war der Projektor. Das ist auch richtig. Meine Eltern haben mir gesagt, die Lampe wäre gesund für den Vogel und dass es mir nur erlaubt wäre, sie auszumachen, wenn Kairo schläft und ich seinen Käfig mit einem Tuch bedeckt habe. Sie haben mich angelogen. Deine Eltern wollten wahrscheinlich, dass du dich verantwortlich für Kairo fühlst, als wäre ein wirklicher Vogel. Ja, da stellen sich jetzt aber einige Fragen. Zum Beispiel, wenn Kairo nur ein Hologramm war, wie ist es dazu gekommen, dass er gestorben ist, als er ans Fenster geflogen ist? Jetzt sind die Blenden zu, aber er ist wohl gegens Licht geflogen und gegens Fenster geknallt. Sieht man ja, kriegt man ja häufig mit, deswegen hat man ja bei eigenen Fenstern, bei großen Fensterscheiben diese schwarzen Vögel drauf, damit eben die Vögel von draußen jetzt eben nicht dagegen knallen und sterben. Das ist eben was sehr Unschönes, das möchte man nicht gern haben. Naja, aber warum, was war denn jetzt mit diesem Kairo da, also Mensch? Der war doch nur ein Hologramm. Er war programmiert, sich zu verhalten wie ein normaler Vogel. Und das hat seinen Tod eingeschlossen? Yep. Heißt das, ich habe eine Neurose bekommen, weil ein virtuelles Haustier gestorben ist? Das hört sich richtig an, ja. Aber wieso habe ich Angst vor Vögeln bekommen? Du hattest keine Angst vor ihnen. Nein, was war es dann? Du hattest unwissentlich Angst, dass jeder Vogel in deiner Umgebung sich irgendwie verletzen könnte, weil ich mich selber für Kairos Tod beschuldigt habe. Das ist richtig. Aber wieso haben mir meine Eltern das nicht erklärt, dass der kein richtiger Vogel war, sondern nur ein Hologramm? Aber das haben sie getan. Sie haben dir gezeigt, dass Kairo nicht real war und dass du ihn ganz leicht wieder auferstehen lassen kannst. Aber du wolltest darüber nichts wissen. Stattdessen bist du
den ganzen folgenden Tag im Bett geblieben, ohne ein Wort zu sagen, und deine Eltern haben sich große Sorgen gemacht. Aber am nächsten Morgen erschien es, als wäre alles wieder in Ordnung. Cairo wurde nie wieder erwähnt und der Projektor wurde in eine Schachtel verpackt und in den Keller gestellt. Deine Eltern haben gedacht, dass du dich von dem Vorfall erholt hast. In Wirklichkeit habe ich Kairos Tod unterdrückt, verdrängt. Das ist richtig und deswegen hast du deine Phobie entwickelt. Ja, was allerdings wichtig ist, wie wache ich denn jetzt wieder auf? Einen Moment. Wir stehen vor dem Computer, das ist besser. Willkommen zurück. Danke. Jetzt würde ich wirklich gerne wissen, wie meine Erinnerungen in diesem Computer geendet sind. Das ist deine Schuld. Was bin ich jetzt verantwortlich für alles, das heute Nacht passiert ist? Mehr oder weniger, ja. Reizend. Und wie hat das Ganze angefangen? Es hat vor ein paar Stunden angefangen. Du warst gerade dabei, ins Bett zu gehen, aber ich habe einen Memory-Defekt angezeigt. Oh, ein Memory-Defekt. Schau mich nicht so an. Das war wirklich ein Defekt. Das ist ehrlich. Jedenfalls wolltest du mich sofort reparieren, obwohl du deine Augen kaum noch offen halten konntest. Mit dem Katharsis-Interface, warum kann ich mich daran überhaupt nicht mehr erinnern? Weil du während der Reparatur eingeschlafen bist. Ups. Und dann ist die Hölle losgebrochen. Kurz nachdem du eingeschlafen bist, hat dein Gehirn in doppelter Geschwindigkeit gearbeitet. Du warst immer noch mit mir verbunden und dein Gehirn sah eine einzigartige Gelegenheit. Endlich gab es eine Möglichkeit, von all diesen schlechten Erinnerungen loszukommen, die in deinem Unterbewusstsein eingeschlossen waren. Als du in die Traumphase gekommen bist, wurde ich bombardiert mit einer Flut von Daten über Vögel. Das waren alles Erinnerungen von deinem Gehirn. Der Strom von Informationen war einfach zu viel für meine kleine Speicherkapazität. Ich musste einen Ort finden, wo ich sofort die Daten weiterleiten konnte, die ich empfangen hatte. Ja, und ich habe für die nächstbesten Firma gesucht, wo ein offenes Netzwerk war. Und diese chaotischen Vogeldaten in meinem Speicher waren wahrscheinlich der Grund, warum ich Rosonit Engineering gefunden habe, um irgendwie etwas Kontrolle zurückzubekommen. Habe ich die Information zum Hauptcomputer von Rosonit geschickt. Es hat nicht lange gedauert, bis der Computer das gleiche Speicherproblem hatte. Ihr Menschen habt einfach zu viel Speicherplatz in euren Köpfen. Ja, und er hat die Daten aufgeteilt und sie verteilt zwischen den verschiedenen Geräten im Gebäude. Glücklicherweise hat deine Traumphase kurz danach geendet, was die Situation
verbessert hat. Der Hauptcomputer hat mich etwas später angerufen und du solltest dich mit dem Hauptcomputer in Verbindung setzen und eingeschläfert werden. Und das würde uns erlauben, dass die Therapie wieder rückgängig zu machen und deine Erinnerungen zu kommen und um deine Phobie zu kurieren. Und dann wurde die Temperatur noch die Temperatur wurde erhöht, um dich schläfrig zu machen. Und die Geräte sollten einen Defekt faken und du musstest dich mit allen Vieren auseinandersetzen, bevor du den ersten Stock erreichen konntest. Nur auf diesem Weg konnten sie die Erinnerungen zurückschicken. Wenn alles fertig war, habe ich die Anweisung vom Hauptcomputer bekommen und hab dich aufgeweckt. Du kennst den Rest. Ich weiß nicht, ob ich dankbar sein soll oder Angst haben soll. Maschinen, die autonom eine Therapie an einem Menschen durchführen, das hört sich an wie Material für einen Horrorfilm. Niemand wusste, was passieren würde, wenn ein Mensch einschläft, wenn das Katharsis-Interface immer noch läuft. Da du gerade von Einschlafen sprichst, ich bin todmüde, ich kann hören, wie mein Bett mich ruft. Kein Problem, der Eingang des Gebäudes ist jetzt offen. Danke. Ja, das ist das Ende. 190 von 200 haben wir erreicht. 10 fehlten uns irgendwo noch, aber naja. Okay, schon interessante Vorstellung, von Maschinen therapiert zu werden, also dass die autonom anfangen, einen zu therapieren. Schon irgendwie eine interessante Idee, interessante Umsetzung. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal wieder. Tschüss!